Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine weitere Folge bei Kettle und Kops. Ja, wir machen heute weiter mit Düngen. So toll, der Düngel. Wir gehen jetzt auf Flüssigdünge. Denkt man, Saat, Düngerrelation brauchen wir nicht machen. Das haben wir schon mal gemacht. Wir machen Düngen mit dem flüssigen Zeug. Ne? Beginnen wir ganz kurz. Dann hoffe ich, dass wir die Mission Düngen abgeschlossen haben, dass wir beim nächsten Mal das Szenario starten können. Hoffe ich. Ansonsten müssen wir noch eine Folge mit Düngen machen. Ich hoffe natürlich, dass wir das nicht müssen. So. Wir sind angekommen an Händler. So. Wir haben den Tank und wir haben den leer. Gut. Das ist typisch. So. Fahrer und Düngetank am Hafen. Ja, die müssen immer starten, ne? Da muss man angewöhnen, ne? So, fahre zum Hafen, dann machen wir automatisch, dass wir nicht mehr fahren, ne? Ist ja nicht weit um die Ecke links, ne? Unser MB-Truck hier. Ja, dann ist wieder Freitag, ne? Ich hoffe, ihr habt die Woche gut überstanden. Und ich wünsche euch schon zum Morgen ein schönes Wochenende. Weil ich garantiert Samstag vergessen werde und Sonntag vielleicht gerade so. Und ich wünsche euch dann einen schönen vierten Advent, ne? So, jetzt sind wir da. Natürlich am Sonntag erst, ne? Aber vierten? Zweiten, Mensch, zweiten, Mensch, zweiten. Wo komme ich noch am vierten? Das gleiche System mit wie beim Schlauch, bei der Gülle. Und hier ist halt. So. Was wollen wir wissen? Es ist die höchste Lademenge eingestellt. Verringert die Menge auf ca. 480 Liter. Aha, das ist wichtig, sonst hätte ich 4000 geknallt. können wir vorgelesen haben. Also 480. So. Und dann starten. Nur dazu sagen, der Dünger ist garantiert teuer. Gut, und bei uns kostet nichts. Wir fahren uns zum Feld. Das machen wir auch automatisch. Harnstofflösung. Jo. Zum Feld, Feld, zum Feld fahren wir, ne? Feld im Roh. Ja, keine Ahnung, ne? Fahren zum Feld. Gut, dass wir hier Navi haben, ne? Einbahnstraße, Junge. Na gut. Hier nicht mehr. Also Düng, ja, Düng. Da könnte man auch sicherlich Unkraut bekämpfen, ne? Oder Insekten oder Pilze oder Bakterien, glaube ich nicht. Lustig jetzt nicht. Aber halt viele Sachen, die bei der Pflanze Probleme verursachen könnten. Ne? Wir wollen ja maximal einen Trag und da ist in der Hinsicht ein zu starker Befall von ja, Schädlingen, kann man den so Befall sagen, ungünstig. Ganz verhindern wir es das nicht können, den Befall, aber wenn zu viel wird, dann muss man aber tun. Ne? Oh, angekommen, unser Maisfeld. Wieder geschrumpft. Und dann ist der dritte, sechste. Naja. Das ist halt so, ne?
Das sind große und ganzen kleine Felder hier. Nicht so mein Fall, weil der Arbeitsaufwand für kleines Feld ist ja bald genauso groß wie beim großen Feld. Ne? Hinfahren und vorbereiten. Ne? So, wir fahren aufs Feld. Aber das ist egal, die wollen uns den Eindruck ziehen. Beziehungsweise die Karriere starten. So, So, Spritze. Wir wollen das Feld einer höheren Ausbringrate spritzen. Stelle diese also auf 400 Kilometer Hektar ein. Wie gesagt, mit der Maus links halten und danach unten ziehen, ne, zu sich ran. In dem Falle werden 400 Hektar maximal. Mehr geht ja nicht, ne? In dem Falle. Und Klappenspritze aus. Da müssen wir gucken, wo das. Da auch nur anklicken, geht alleine, oder? Bedarf Öl, ne? Ich meine, das ist aber teuer jetzt als Bauer mal flüssig haben, mal nur Feststoff, ne? Das Senkelgestänge. Wo die Spritze brauchen sowieso wegen. Aber ich glaube, es ist billiger mit Feststoff zu düngen, ne? Aber das kann ich nicht genau sagen, da kann man nur spekulieren. Ich denke mal, das. Wir wollen da aktiv die Neigungsregulierung. Ja, da haben wir sie. Gut. Schalte ich kurz ein. Oh, es klappt schon. Fahre die erste Bahn. Das Blöde ist hier, die Geschwindigkeit geht anscheinend, ist völlig egal. Schnell oder langsam geht alles. Ist aber wiederum unrealistisch, wenn es zu schnell geht, ne? Eine dicke Bereifung, naja, gut. Normalerweise wäre eine Fahrspur da und ich habe mal halt immer, ne? Ich fahre die erste Bahn. Muss ich mal aufpassen, ob wir da. B. Das ist auch echt blöd, in Anführungszeichen. Wenn man theoretisch. Schuh stört nicht, Glück gehabt. Beide Bahn wenden. Die wir vergessen. Man hier, wenn man mit dem Radialmenü machen will, dass das dann zu spät ist, ne? Denn das kann ich mir so vorstellen, wenn es dann zu langsam wäre, ne? Dann ist das fast leer gelaufen, ne? Dann wir die zweite Bahn, dann machen wir gleich. Und dann dritte auch wieder nicht machen wollen. Mal schauen. Mein Dünger ist Dünger, ne? Das ist dem meist egal. Braucht den Regen so oder so, ne? Aber wie gesagt, hier geht viel kaputt. Junge, fahr gerade. So, sind wir da. B. Du kannst nun weitermachen, um das Feld zu Ende düngen, ohne zu sprengen. Wir düngen das Feld. Fertig. So. Bäume? Ich hab mir gedacht. Kollision, ne?
Wenn er vorwärts fahren will, dann will er vorwärts fahren, ne? Muss ich auf Gas, Bremse drücken, nehmen, blöde. Wir machen noch weiter. Eine Bahn machen wir noch. Überhaupt viel? Wir müssen so einen halben Meter. So, fahren wir rauf. B an. Das ist nicht so einfach. Wer hat die Bäume gepflanzt? Naja, gut. Bäume sind wichtig für die Natur, ne? Können ja nicht immer alles wegholzen. Eine Spritze ist immer ungünstig, ne? Also ein Streuer wäre in dem Falle besser. So, wir machen noch die Bahn fertig. Und dann haben wir mit fertig die Düngermission, denke ich mal. Denke ich mal. So. Das ist doch fast leer, ja. B. So, du kannst. So, kannst du weitermachen? Wir werden mal weitergehen, ne? Weiter. So. Wir haben Düngen abgeschlossen. Total abgeschlossen. Gehen wir ins Hauptmenü. Und Szenarien. Wir könnten theoretisch mit dem nächsten Szenario beginnen, der Winter naht. Das machen wir nächste Woche. So, der Sommer ist vorbei, lange Ernte liegt unter uns, aber nun ist nach der Ernte, vor der Ernte. Also, Kroppen, Pflügen und Einarbeitung der nötigen Stoffe, Nährstoffe an. Ja, und da können wir 3000 XP verdienen und hier immer noch diesen Szenario. Kriegen wir auch den gemacht. Ah, okay. Das heißt, Zuschauer, das sollte es auch schon vorher gewesen sein. Das bringt jetzt nichts, hier eine Mission zu laden. Das dauert so lange und würde ja auch unnötig das in Länge ziehen. Blödsinn. Und mittendrin ist man besser, man fängt von vorne an. Und ich werde nächste Woche hier weitermachen. Sei mal tschüss und ciao, ciao. Noch ein dickes Dankeschön fürs fleißige Reinschauen. Und dann geht es weiter hier mit Szenario der Winternaht. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.